Leute, ich darf mit Stolz und Freude verkünden, dass ich es im letzten Part geschafft habe. Die große Prüfung. Ich habe sie bestanden. Ich habe Inselkönig Hala besiegt. War jetzt auch nicht wirklich schwer. Und auch er hat mir einen Z-Kristall geschenkt. Und zwar den für die Kampfattacken, das sogenannte Battalion Z. Kristallisierte Z-Kraft, die Kampfattacken zu Z-Attacken aufstuft. Ich werde auch automatisch vervielfachen, wisst ihr was? Das werde ich jetzt echt mal mit Zunder geben, weil das kann ja den Doppelkick. Und das heißt, von der Flinklau werden wir uns mal trennen. So, Flinklau zurückgenommen, Battalion Z zum Tragen gegeben. Und dafür, ich weiß nicht, wem könnte ich dafür stattdessen die Flinkklaue denn geben? Geronimatz. Ist doch egal. So. Wohl, warte mal, was hat Magnetilo? Achso, das hat ja nur die Beere. Warte mal, Moment. Das müssen wir mal anders machen. Ich kann ja hier auch sagen, wenn ich jetzt hier gehe auf Pokémon. Geronimatz, Item weitergeben. Gib ein Item mit dem, ein Pokémon ausgestattet ist, ein anderen Item, also weitergeben an. Ja, weil Citrobeere ist eigentlich bei Magnetilo eh nicht so. Ich gebe ihm mal das da. So, das haben die das getauscht. Und ja, ich glaube, das ist besser. Gut. Und jetzt, da ich auch noch das sogenannte Pokémobil nutzen kann, Pokémobilfunk habe ich auch noch bekommen, konnte ich mit Taurus jetzt hier ein paar Felsen zerbröseln und jetzt geht's erstmal in den Tankerad-Hügel, bevor wir nach Holy City wieder zurückgehen. Weil hier waren wir noch nicht. In dem Tankerad-Hügel gibt es einige seltene Pokémon, wie zum Beispiel Zubiris würde ich hier ganz gerne fangen wollen, das möchte jemand nämlich haben. Also den Pokédex einer. Seht ihr hier, ich komme hier sonst nicht durch, also Taurus Rambok. Und BAM! So, da kommt doch schon ein Pokémon. Und es ist... Es ist ein Enton, ernsthaft? So, wenigstens tragen wir unsere Kleidung auch im Kampf. Gibt es nämlich extra noch so eine geile Kleidung dazu. Hm, ich habe noch gar kein Enton gefangen. Dann... Ne, die Z-Kraft benutze ich jetzt aber noch nicht. Die fulminanten Faustschläge. Da würde ich ja sehr besiegen, das arme Enton. Die arme Ente. So. Ah, schön geschwächt. Konfusion, ja, kannst du gerne machen. Beeindruckt mich nicht wirklich. Und nein, nicht um Hilfe rufen. Oh Mann, das ist so nervig. Wenn zwei Pokémon da sind, kann ich über den Ball nicht werfen. Seht ihr? Enton ist erschienen. Wie dumm ist das denn? Ich tausche mal aus auf Magnetilo. Weil die Erklärung ist ja so dämlich. Du kannst nicht zielen, weil zwei Pokémon da sind, ne? Also, das ist so dermaßen unnötig und bescheuert schwachsinnig, als ob wir jetzt nicht irgendwie sagen könnten, ja, ich werfe den Ball nach links oder nach rechts. Nein, das geht natürlich nicht. So, das ist eigentlich das Einzige, was so einen Kampf ein bisschen nervig machen kann, wenn die sich Verstärkung rufen. Es kann aber auch hin und wieder mal vorkommen, dass sich solche Pokémon, sehr seltene Pokémon zur Hilfe rufen, die man auch gar nicht anders bekommen kann. Da gibt es so ein paar. So, Aquaknarre nochmal. Es gibt ein paar wenige Pokémon, die kriegt man nur über so einen Notruf, über so einen SOS-Dingster-Booster. So, mein letzter normaler Pokéball, und so habe ich nur noch mehr Superbälle und los! Ich hätte jetzt auch einen Netzball nehmen können, weil es ein Wasser-Pokémon ist, aber das... Was zum Teufel, du dumme Ente! Hätte ich mir das mal nehmen sollen? Nee. Also bei einem Ente verschwende ich jetzt aber auch noch keinen Netzball. Ich nehme halt einen Superball, ich habe 15 Superbälle, so. Bleib gefälligst drin! Hat sich das einfach mal aus dem Pokéball befreit? Ich glaube, es hakt. Was geht mit dir? Du olle Ente. So, im Superball bleibst du aber drinnen. Aber du kommst nicht ins Team. Hätt's nicht in Zubiris sein können, hä? Egal. Haben auch noch nicht. Zack. Registriert. Genau. So, ja, schau das Pokémon an, also wie sich Rotom immer einmischt. So, Enton, Ente, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist ein Schwan. Wasser, 80 cm groß, 19,6 Kilo, ist ein komisches Gewicht. Wenn seine Psychokräfte einsetzt, bekommt es Kopfschmerzen. Deshalb steht es lieber untätig und geistert ein bisschen herum. Enton? Ja, das war im Anime so genial. Mist, ist Enton ist immer wieder aus dem Pokémon rausgekommen, obwohl es eigentlich das gar nicht, das hätte es gar nicht machen dürfen. Wie es das überhaupt gemacht hat. So, wie kann es sein, dass ein Stahl-Pokémon wie Magnetilo nass geworden ist? Dass es jetzt am Tropfen ist? Wie soll man denn bitte Metall trocken föhnen? Naja, alles ist möglich bei Pokémon.
So, Magnetilo. Und bei dir frage ich mich, wie gesagt, immer noch, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Magnetilo eine Pokébohne essen kann? Es hat doch keinen sichtbaren Mund. Wo steckt es sich die Bohne hin? Äußerst eigenartig. Wird wahrscheinlich auch für immer ein Rätsel bleiben. So, und BAM! Oh, da haben wir nochmal ein Item. So, hier komme ich so nicht durch, also muss ich absteigen. Manchmal ist der Taurus-Rambock einfach zu breit. Und so, bitte lass das ein Zubiris sein. Bitte! Zubiris! Nö, aber es ist ein Rockra. Ah, ich glaube genau. War das nicht sogar so, dass man Zubiris nur so kriegt? Wenn sich Rockra Verstärkung ruft, kann das entweder ein zweites Rockra sein oder halt, wenn ich Glück habe, auch ein Zubiris. Aber das weiß ich halt nicht. So. Rockra war ja, glaube ich, Gesteinfee. Doppelkick. Machen wir einfach Doppelkick. Das gleicht sich nämlich wieder aus und der ist halt auch eine sehr hohe physische Verteidigung. So, Katapult. Autsch. Das ist sehr effektiv. Ja, ich weiß, das ist eine Gesteinsattacke. Voll fies. Na gut, dann nimm doch lieber Feuerzahn. Du willst es ja nicht anders. So, das ist natürlich auch nicht sehr effektiv, aber ich will sie auch nicht besiegen. Die holen sich natürlich nur dann Verstärkung, wenn sie schon sehr geschwächt sind. So wie jetzt zum Beispiel, Rocker rufen Hilfe. So, was kommt für ein Pokémon? Kommt überhaupt eins? Muss nämlich nicht sein. Mann, du bist doch scheiße. Ein zweites Rocker ist erschienen. Fiege du dich. Warum denn das? Okay, dann wäre es mal gut, wenn Wingull mal rauskommt, wegen seiner Aquabälle. Obwohl, das ist auch ein Flug-Pokémon. Ah, Gesteinsattacken sind auch sehr effektiv. Steinwurf. Oh, das war keine gute Idee. Katapult, das war eine scheiß Idee. Fuck, okay, das war dumm. Das gebe ich jetzt offen zu, das war richtig dumm. Nächstes Pokémon rufen. Gestein gegen Gestein, bringt das was? Wuffels? Machen wir einfach Wuffels. Oh, völlig egal. War natürlich klar, dass es sich ein Rockerer rufen, kein Zubiris. Ich glaube, das ist auch viel seltener, dass das kommt. Ihr seid doch alle scheiße. Bis auf... Ich mache erstmal das Rockerer weg, was eh schon ein bisschen geschwächt ist. Ich hab ja nix. Ey, komm, nee, scheiß drauf. Wir flüchten aus dem Kampf, das wird mir zu blöd. Ich hab nix, denen entgegenzusetzen. Und jetzt auch noch Härtner. Nö, vergiss es, leck mich. Komm, nein, vergiss es. Wir hauen ab. Wir hauen ab, ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Das zieht den Part unnötig in die Länge, dann vergiss es. Scheiß auf Rockerer. Nö, sorry, das wird mir zu blöd. Jetzt reicht's mir auch wirklich. Jetzt will ich mal hier so ein... Schutz benutzen. So. Hält für kurze Zeit schwache wilde Pokémon ab. Schön eingesprüht. Jetzt müssen wir richtig derbe stinken wahrscheinlich, dass uns die Pokémon nicht nerven. So. Supertrank. Nee, sorry, ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe hier hauptsächlich jetzt mal Items suchen. Rockerer kann... Oh, ein Hyperball jetzt schon. Geil, der wird sich wirklich gut aufgehoben. Kann ich ja noch lange nicht kaufen. Ich kann, glaube ich, noch immer nicht mal Superbälle kaufen, oder? Kann ich das endlich mal? Bam, na vielleicht auf der nächsten Insel dann vielleicht. Okay, wie oft muss man jetzt Hausrabung nutzen? Zack! Hier komme ich wieder nicht rauf, ernsthaft. Okay, hier geht's raus. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Oh! Tankerer-Tügel, zentraler Felskessel, was haben wir denn da? Du nimmst dir den Z-Kristall, der sich im Sockel befindet. Du erhältst den Z-Kristall Erium Z. Einfach so, ohne... Oh! Wollte schon sagen, einfach so. Das so schön glitzernde Erium Z gehört nun dir. Schau gut zu, ich führe dir die Pose vor. Finaler Steilflug ist ein furchterregender Angriff aus himmlischer Höhe. Hoffentlich geht dir diese Z-Attacke bald in Fleisch und Blut über. Oh, Alter, voll geil! Das war ein Sonnenmond, aber noch nicht so das Sie hier oft. Doch, das ist nämlich Kahili. Und die hat sich natürlich auf Flug-Pokémon spezialisiert. Die werden wir später nochmal wieder treffen. Aber cool, das haben sie jetzt... Aber einfach so den Z-Kristall, ne? Ohne dass ich hier eine Prüfung vom Typ Flug oder so machen muss. Ich habe mir den einfach so nehmen können. Aber dass das Kahili hier aufgetaucht ist, ist eigentlich in Ultrasonne, Ultramond neu. Die trifft man normalerweise erst ganz spät im Spiel, aber ist cool. Sie hat sich uns zwar noch nicht vorgestellt, aber ich weiß, wie sie heißt.
So, das heißt, jetzt haben wir auch schon den Flugzeitkristall. Das wäre was für Geronimas, hm? Eigentlich auch für... Naja, das mit das war voll eine blöde Idee vorhin mit... Wie heißt das jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. So, RMZ... Wingull, ja. War eine blöde Idee. Wingull... Ach so, ja, Hackattack trägt das eigentlich eh schon. Hm. Na, dann gebe ich das lieber Geronimas. So, statt der Zitrobeere. Zack! Oh yeah, trägt es bereits. Passt. Alles klar. Also merke, setze niemals ein Flug-Pokémon gegen eine Sterns-Pokémon ein. Es kann nur schief gehen. Es kann nur schief gehen. So. Gut. Dann muss ich jetzt noch gucken, da drüben ging es doch auch noch wohin. Da unten ist sogar noch Wasser. Da muss ich aber von woanders, glaube ich, hin und... Oh, warum sind die Felsen eigentlich wieder da, hä? Sind aber schnell nachgewachsen. So, hier geht's auch noch raus. Okay, das ist jetzt der zentrale Felskessel von unten. Nee, nicht mehr einsetzen, passt schon. Da liegt noch was rum. Da liegen sogar zwei Items rum. Was haben wir denn da? Oh, Granitstein, versteckte Steinsattacken. Das wäre eventuell das für Wuffels. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Nugget. Das habe ich schon zwei. Das ist, da sind wir schon mal 10.000 Pokédollar. Das ist sicher, wenn ich die dann verkaufe. Und hier haben wir noch... Was haben wir hier noch? Ein Feuerheiler. Gut, das scheint im Moment alles gewesen zu sein, was es hier gibt. Da hinten wäre noch... Könnte ich noch Pokémon irgendwie versuchen zu fangen. Hier auch, aber... Möchte ich nicht. Hier drüben... Ja komm, ernsthaft, ich dreh einen Millimeter, einen Schritt ins Gras, zack, boom, kommt ein Pokémon. So, ein Pandir. Von denen gibt es ja, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt verdammt megamäßig viele Muster von denen, die immer verschieden sind. Aber ich habe im Moment keinen Bock auf ein Pandir. Das entwickelt sich noch nicht mal. Kein wirklich brauchbares Pokémon und... Ja, komm... Ich muss mir mehr Schutz kaufen. Irgendwann geht mir die Pokémon wirklich auf die Nerven. Weil ich, der ist schon wieder Buffel, das habe ich doch schon. Wenn ich wirklich einfach nur wodurch will, wenn ich es ganz eilig habe und mir dann ständig die Pokémon auf den Keks gehen, dann brauche ich wirklich Schutz. So, ich will nicht, geh weg. Hab doch schon einen Buffel, das ist viel besser, das ist einzigartig. So, seht mal, hier kommt man nämlich noch nach oben. Ist hier eventuell noch irgendwas? Ah, tatsächlich liegt eine TM rum. Gut, dass ich hingegangen bin. Und die TM23 Katapult habe ich gefunden. Die, die mir vorhin so Probleme gemacht hat. Kann ich dem eigentlich irgendwem beibringen? Katapult? Nö, kann natürlich keiner lernen. Es ist eine Gesteinsattacke, aber Wuffels kann nicht Katapult lernen. Willst du mich eigentlich verarschen? Greift das Ziel mit Stein- und Wurfgeschossen an. Fliegende Ziele fallen vom Himmel und landen auf dem Boden. Ist doch so ein cooler Nebeneffekt. Und übrigens hier Trugschlag, was ich von Professor Kuke bekomme, aber das kann auch keiner lernen. Was soll denn die Scheiße? Wozu kriege ich eine TM, wenn das dann kein Pokémon lernen kann? Voll dumm. So. Wuffels. Ja, scheiß doch drauf, Fokusbahn. Jetzt kriegst du mal hier den Granitstein. Das sind deine Gesteinsattacken stärker. In dem Fall kann es halt den Steinwurf. So. Ich habe immer noch drei Sonderbonbons. Die hebe ich mir aber immer noch ganz bewusst auf, wenn ich sie mal wirklich brauche. Und das ist... Nein. Nein, was mache ich? Dieses scheiß Schiebepad schon wieder, aber das Signal meiner Kuhjung. Nein, ich will nicht. Sorry. Ich weiß nicht, mein Schiebepad ist manchmal so komisch. Das bleibt manchmal hängen beim 3DS. Das hat mir schon einmal beim Let's Play von Samus Returns ein bisschen Probleme gemacht. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich wollte auf den Beutel, du dumme Sau. Mann. Ich wollte doch hier so einen verdammten Schutz einsetzen. Weiß nicht, was hier los ist. Der ist doch eh ganz neu. Also, mein Gott, neu. Den habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile, aber... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal entweder drücke ich das Schiebepad mit dem Daumen zu stark in den 3DS rein, dass das dann ein bisschen hängen bleibt und dann bewegt sich das natürlich dann von selber, ist eh klar. Also weil das in der eine Richtung feststeckt. So, ja, der normale Schutz, der wiegt auch, glaube ich, nur 100 Schritte, der ist eigentlich richtig schlecht. Der hält nicht lange. Ja, dann gibt es ihm kein Subir, es leckt mich doch. Kein Bock auf die Scheiße. So, das war eigentlich alles. Also, am wichtigsten war es, dass man sich hier den RMZ-Kristall holt. Das habe ich auch gemacht. Also, können wir eigentlich wieder gehen. Jetzt geht es endlich nach How Holy City wieder zurück. Wir sollen uns ja mit Professor Kukui am Hafen treffen. So, und seht ihr, so schnell kann man hier durchrushen. Und apropos, jetzt steige ich mal ab hier. So, schützt deinen Weg nicht mehr, deine Mutter wiegt nicht mehr. So, ich muss jetzt mal meine Pokémon heilen.
Das mit Rock aber einfach nur dermaßen dämlich und nervig. Und Kampfattacken sind halt leider nicht stark gegen Feen-Pokémon. So, okay, Pokémon sind jetzt alle wieder geheilt und jetzt erstmal zu dir. Duh! Oh, werter Kunde, diese Grenzen der Zeitkristall, du hast offenbar Elimas Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Das Warnzödemann hat sich erweitert, hoffentlich ist was für dich dabei. Ah ja! Hätte ich also mal vorher schon vorbeischauen können, ich will was kaufen. Ich kann jetzt schon Superbälle kaufen, genial. Okay, Moment. Dann möchte ich erstmal verkaufen. Und zwar meine beiden Nuggets. Eines ist 5000 wert, das ist schon geil. Und jetzt habe ich natürlich zwei, also 10.000 kriege ich dafür. Zack, 66.888 Pokédollar, oh mein Gott. So, diese ganzen Kampf-Items brauche ich eigentlich nicht. X-Angriff und so, das ist unnötig, bringt aber schon Geld. X-Abwehr brauche ich auch nicht. So, Fokus... Fokusbank könnte ich für 2000 verkaufen, aber nein. Das dann lieber nicht. Nö, okay, das reicht. Da werde ich mich jetzt mal ordentlich mit Superbällen eindecken. Also die kann man eigentlich sogar schon kaufen, nachdem man Illumins Prüfung bestanden hat. Nur ich bin bis jetzt nicht so dazugekommen. So, ich habe zwar schon 14, aber ich kaufe mir einfach nochmal 6 Stück. Dann habe ich 20 Superbälle. Das sollte für die nächsten Pokémon im Moment einmal reichen. So, Tränke habe ich noch 10. Supertränke habe ich 5. Gegengifte 2. Paraheller 3. Aufwecker 1. Gibt es mir nochmal einen? Wer weiß, ob ich den mal brauche. Feuerheller habe ich auch einen. Eisheller gibt es mir auch mal einen. Weil ich nicht glaube, dass so schnell ein Pokémon eingefroren werden wird von mir. So, und Schutz. Du gibst mir jetzt verfickt. Ich könnte mir theoretisch schon 99 Schutz kaufen, aber. Superschutz kriege ich wahrscheinlich dann erst später. Egal. Du gibst mir mal 15 Schutzdollar, Spacken. So. Dass mir die Pokémon nicht mal auf den Keks gehen, ey. Das ist so. Teilweise wirklich. Wenn du ganz dringend durch musst. Wenn du ganz dringend wohin musst und dann. Moment. Ich quatsch nochmal die Typen an. Ich glaube, ich habe heute noch gar nichts getrunken. Herzlich willkommen. Alola ist jetzt 11 Uhr. So, was kannst du mir bringen? Wie wär's mal mit einem Sananasaft? Den hatte ich noch nicht. Eine gute Wahl. Einen Augenblick bitte. Danke fürs Warten. Ein Sananasaft. Ganz nach Bestellung. Diese Harmonie aus süßen und sauren Geschmacksnoten findet man nur in den sonnengereiften Sananabeeren. Das musst du einfach probieren. Wenn man so alt ist wie ich, wird einem klar, dass die Redewendung Zeit ist Geld eigentlich Zeit ist unbezahlbar heißen sollte. Zeit ist eines der wenigen Güter auf der Welt, das man nicht mit Geld kaufen kann. Jeder Moment ist einzigartig und kehrt nie wieder zurück. Wie heißt das so schön? Capodor Diem. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City in der Johto-Region. Wutkeks. Und das ist für deine Pokémon. So, einige Pokébohnen wieder erhalten. Dankeschön. Diesmal gab es leider kein Sonderbonbon, das ist es nicht immer, da müsste ich meinen Pokémon wahrscheinlich noch mehr Pokébohnen geben. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder eins, aber ich habe eh noch 3, ich hebe mir die wie gesagt noch auf. Im Moment möchte ich das einfach noch nicht. So, und jetzt ab nach Holy City, verdammte Kacke doch mal. Ich habe noch 7 Minuten auf der Uhr so eingestellt. Also, habe ich halt. So, Holy City Strandpromenade. Das stört auch keinen, dass wir hier auf der Straße mit dem Taurus rumreiten. Das ist denen scheißegal, das ist ja alles erlaubt. So, da unten... Ach ja, Moment mal, irgendwo soll doch hier ein Fotoclub sein, hat uns Tali gesagt, beziehungsweise Elima. Aber wo? Ist das hier? Ne, das ist die Touristeninfo. Was ist das? Das sieht aus, wie da ist eine Schere drauf, da können wir wahrscheinlich Haare schneiden oder sowas. Ist das hier drin? Ne, das ist ja auch so groß, oder ist das hier eventuell... Hier drin, in dieser Einkaufspassage. Ne, hier können wir essen. Was ist denn mit euch eigentlich hier alles? Hier so Hallöchen. So, den Rest meines Lebens möchte ich damit verbringen, junge Trainer zu unterstützen. Mein Ziel ist es, so viel möglich die ultimative Attacke beizubringen. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne auch deinen Pokémon die ultimative Attacke beibringen. Was sagst du? Ja! So, da ist leider kein Pokémon dabei, das die ultimative Attacke lernen kann. Schau dir die Liste an, die sie lernen können. Also hier. Die vollen Pokémon können die ultimative Attacke erlernen. Kategorie loderndes Feuer. Glurak, Tolupto, Logok, Panferno, Flamirex, Phoenixis und Fuegro. Kategorie plätscherndes Wasser. Turtok, Impagato, Sumpex, Impoleon, Atmorek, Vajutsu und Primarine. Kategorie grüne Pflanzen. Bisaflor, Megane, Gevaldor, Shelterra, Serperial, Pregaron und Silvago. Ja, also der bringt für die final entwickelten Starter-Pokémon halt eben Lohe-Kanonade, Flora-Statue und Aquahubitze. Bringt er denen bei.
Ja, früher hieß es ja Fauna Starter, dann haben sie es irgendwann geändert in Flora Starter. Was macht man? Sie hier? Hast du zufällig ein Pokémon, das du von einem Inselkönig geschenkt bekommen hast? Wenn du nämlich so ein Pokémon oder eine seiner Entwicklungsstufe im Team hast, das dem Typ Feuer, Wasser oder Pflanze angehört und außerdem auch zutraulich ist, kann ich ihm eine besondere Kombi-Attacke beibringen. Okay. Welchen Pokémon soll ich eine Attacke beibringen? Das geht eigentlich nur mit Mitsunda. Lass es mich so ausdrücken, dieses Pokémon ist noch nicht zutraulich genug. Oh, du bist doch scheiße, dann lenk mich doch. Dann halt nicht. So, willkommen im Antiquariat allerlei. Alle waren in unserem Geschäft sind Unikate. Oh mein Gott, was hast du denn da? Wie bist du denn an diese Sachen angekommen? Adamant-Orb, Weiß-Orb, Platinum-Orb, roter Edelstein, blauer Edelstein. Was zur Hölle, wo hast du das her? Das könnte ich mir theoretisch schon kaufen, aber möchte ich noch nicht. Ich glaube, da kostet wahrscheinlich 1.000 oder so. Vergiss es. So, unsere waren sind exklusiv und gewiss nicht für den Anlagsgebrauch gedacht. Überleg dir also bitte vorher, ob du sie auch wirklich benötigst. Naja, im Moment bringen mir die sowieso nichts, weil ich den entsprechenden Pokémon dafür gar nicht habe. Obwohl, die kann ich mir die Pokémon-Bank herholen. Egal, Alola, ja, du mich auch. So, hier geht's nicht rein. Wo ist denn dieser komische Fotoclub? Hier ist nur eine Boutique? Naja, also keine Ahnung, wo der Fotoclub ist. Ich weiß es nicht. Wo ist der Fotoclub? Verdammt nochmal! Fotoclub ist jetzt aber nicht so mega wichtig. Und aha, den Sticker konnte ich letztens, glaube ich, noch gar nicht kriegen. Wie gesagt, wenn man es ein bisschen eilig hat, rennt man einfach mit Taurus rum. Ist der vielleicht hier auf der Seite? Strandpromenade. Aber hier kommt man ja nicht überall rein. Nee, hier ist aber nirgendwo ein Eingang. Mann, wo ist dieser scheiß Fotoclub? Voll dumm. Warum finde ich den nicht? Wo ist der? Ich hab doch keine Ahnung, wo der ist. Also hier ist der jedenfalls nicht. Vielleicht ist der hier hinten, vielleicht ist der so drumrum. So. Warte mal, das war glaube ich das Rathaus, ne? Genau, Rathaus von Haholi brauchen wir nicht. So, dann hier ist dieser Malasada-Laden. Apropos, da war ich noch gar nicht mal drin. So, Herrscher-Sticker abgezogen. 8 Stück haben wir schon. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Willkommen im Malasada-Laden, der Wege des guten Geschmacks von Alola. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Zucker-Malasada, 200. Für Mitsunda. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasada rüber. Frisch frittiert. Das ist gut. So, da führt es dann Mitsunda mit dem Zucker-Malasada. Mitsunda verdrückt den Zucker-Malasada. Mitsunda ist zutraulicher geworden. Ja, dafür ist das eigentlich gedacht. So, kann ich mit dir was anderes kaufen? Wir kaufen mal Malasada zu mitnehmen. Maxi-Malasada kostet 350. Ja, komm, gib mal her. So, ist doch eh nicht so teuer. Also der maximale Satz ist so groß, dass du ihn dir mit deinem Pokémon teilen solltest. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. So, der ist das alte maximale Sada. Also, im Prinzip, ja, aber ja, so mal wieder. Im Prinzip, glaube ich, sind doch die Malasadas quasi die Hawaii-Version der Krapfen, ne? So hier, ne? Sieht eigentlich genauso ähnlich aus, ne? So gefühlt. Spezialität ist oder die alle Statusprobleme des Pokémon heilt. Ja, warum denn nicht? Wird sich aufgehoben. Ja, also wie gesagt, es ist einfach ein hawaiianischer Krapfen, ist ein Malasada. Was zum... Okay, ich glaube, ich habe den Fotoclub gerade gefunden. Der ist hier. Der ist wie gesagt auch noch ein Ultrasonne Ultramond. Alola Fotoclub, Erinnerungsfotos für die Ewigkeit. Mai Mai! Macho Mai! Macho, Macho Mai! Es schlägt dich ganz gerne mal zu Brei. Und da haben wir noch einen Sticker. Wir sind schon ein echter das habt ihr euch jetzt gedacht, dass ich das sage? Nein. So, ja, mit dem Sticker. Okay. Es ist leider keine Zeit mehr mal wieder. Ich sehe es gerade auf der Uhr. Der Part wird uns wieder zu lang. Ich glaube, es reicht. Und im nächsten Part gehen wir erstmal, bevor wir uns mit Professor Kukui treffen, erstmal da rein. In den Alola Fotoclub. Was ganz Neues in Ultrasonne, Ultramond. Mal schauen. Es wird mich wahrscheinlich nicht so mega begeistern oder vom Hocker hauen, aber hey. Es ist neu, also wird's auch gezeigt. Bis dann bei Ultrasonne wieder in Haoholi City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.